Okay, everybody, welcome here for the next lecture. Our speaker here is Carsten Strootman, and he is really infected by a DNS virus already since 30 years. He can't get rid of it, it seems. I don't know, can you give it to me as well, you think? After the talk, you might have it. Oh my God. So rescue us, please. Thank you. Hello, hello, hello. Willkommen in der deutschen Übersetzung. Übersetzen tun Sloth of Anarchy und Eipfen. So the question is, do or don't? Gehen wir gleich, legen wir gleich los. Die Frage ist, DOH or tu's nicht? Ich werde jetzt ein bisschen über die Privatsphäre in DNS reden. Wir schauen uns verschiedene Technologien an, zum Beispiel DOH, DOT, DOQ, dann das Dilemma diesbezüglich, also das Dilemma der Privatsphäre enhanceten Technologien. Über mich selber. Ich bin selbstständig und gehe. Ich arbeite nicht für Mozilla, Google oder einen anderen großen Browserhersteller, weder offiziell noch inoffiziell, aber andere tun das. Also ich bin nur der Nachrichtenübertrager hier. Bitte schießt mich nicht ab. In den letzten Jahren hat die ETF DNS und andere Internetprotokolle designen, haben Änderungen gemacht an DNS, also beziehungsweise neue Protokolle designs, die etwas Privatsphäre verbessern sollen. DNS wird benutzt, um Domainnamen zu IP-Adressen aufzulösen. Und obwohl es noch mehrere Protokolle gibt in dem Bereich, werden wir nur über die Transportprotokolle reden, nämlich DNS über HTTPS oder QuIC. Also warum brauchen wir denn mehr Privatsphäre im DNS-Bereich? Da gibt es eine Studie, die im Juli letzten Jahres abgehalten wurde. Und die hat gezeigt, dass im kompletten Internet 8,5% der Netzwerke DNS-Traffic unterbrechen. Sie fangen die Anfragen ab und lassen die Anfragen nicht zum richtigen DNS-Server durch, sondern sie greifen sie auf und leiten sie um und beantworten die DNS-Anfrage lokal. Und in China sind sogar mehr als 27% von den DNS-Anfragen, die unterbrochen werden. Heutzutage werden die meisten Anfragen so beantwortet, so als ob sie nicht unterbrochen werden. Also die Benutzer kriegen trotzdem die richtige Antwort, aber halt nicht vom richtigen Server. Und das kann sich aber ändern. Und es hängt natürlich davon ab, was die Leute für Anfragen stellen im Internet und was manche Leute tun, um die Antworten zu verändern. Und das ist der Grund, warum wir DNS verschlüsseln wollen. Es gibt neue Abkürzungen und Fachbegriffe für die Technologien. Wir haben DO53, das ist der typische traditionelle DNS über den Port 53, TCP und UDP. Das ist das alte, was seit 1983 vorhanden ist. Dann gibt es DOT, das ist DNS über TLS. Das werde ich gleich erklären. Dann gibt es DOH, das ist DNS über HTTPS, also Port 443. Und dann gibt es noch DOQ, das ist DNS über QuIC. Das werden wir vielleicht in Zukunft sehen und das werde ich auch gleich erklären. Und weiterhin gibt es noch DOC, das ist DNS über Cloud. Das heißt, dass DNS nicht lokal aufgelöst wird, sondern durch Cloud-basierte Services, so wie Cloudflare, Google oder sonst was. Also als erstes DOT, das ist DNS über TLS. Das hat einen RFC-Standard, schon ein paar Jahre alt. Und das enkapsuliert einfach den normalen DNS über TLS.
Und das ist die ganz normale Verschlüsselung, die im Web verwendet wird, aber über einen anderen Port, nämlich 853. Und darüber haben wir Verschlüsselung und Authentifizierung. Und das funktioniert entweder durch ein Zertifikat, so wie im Internet, oder DANE. Das ist eine Möglichkeit, über DNS die Zertifikate zu validieren. Und die Zertifikate sind über die Internet-PKIs. So funktioniert jetzt normales DNS. Der Client rechts schickt eine Anfrage an seinen lokalen Auflöser. Und das ist entweder in deinem eigenen Netzwerk oder im Netzwerk von deinem Internetprovider. Und der fragt seinen Cache an. Und wenn es nicht daran ist, dann fragt der die autoritativen Server an. Und die Antworten werden dann an den Client zurückgeschickt. Und all das ist nicht verschlüsselt und nicht authentifiziert. Das heißt, der Client weiß, am Ende nicht, ob die Anfragen unterbrochen wurden oder ausgetauscht wurden. Weiß es einfach nicht. Er kriegt eine Antwort und benutzt sie und denkt, sie ist wahr, obwohl es nicht unbedingt wahr sein muss. DNS über TLS ist jetzt die Situation, was man heute machen könnte. But I haven't seen that anywhere. Also man könnte natürlich zum lokalen Resolver gehen, aber das habe ich bisher noch nicht gesehen. Und was man stattdessen macht, ist, dass man den Client umkonfiguriert, dass der die DNS über TLS an einen anderen Server anfragt, der nicht im lokalen Netzwerk ist, also zum Beispiel irgendwo im Internet, Google oder Cloudflare. Es gibt zum Beispiel große Services, die solche Server betreiben oder auch sowas wie Privacy Crash. Es ist auch möglich, dass man das weiterleitet, sodass die Clients weiter in die lokalen ganz normal anfragen und der lokale Server aber die Anfrage über DNS über TLS stellt und dann weiterleitet. So muss man nicht den kompletten Pfad zum DNS-Server-Client sehen. DNS über TLS hat zwei verschiedene Modi. Einmal der Opportunistik, der mögliche, wo wir versuchen, ob wir den anderen Host identifizieren können, identifizieren. Und wenn es funktioniert, ist gut, aber wir werden es trotzdem benutzen, auch wenn es nicht funktioniert. So ist es im Mail-Bereich, wo die Zertifikate meist nicht wirklich überprüft werden oder verifiziert werden, wo es dann nur für die Verschlüsselung benutzt wird. Oder man kann es natürlich strikt konfigurieren und dann muss die Authentifizierung funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden keine Daten übertragen und die Verbindung ist dann kaputt. Es gibt ein paar Leute, die DOT betreiben, hier zum Beispiel Cloudflare. Es gibt viel, viel, viel mehr. Hier gibt es noch den großen Bruder von DOT, DOH, DNS über HTTPS. Das ist AFC 8484 und das nimmt DNS und packt es in TCP und in HTTPS rein über Port 443. Die Idee ist, dass ein Außenseiter, jemand, der von draußen drauf schaut, das nicht von normalen Web-Traffic unterscheiden kann. Das gibt uns Verschlüsselung und Authentifizierung. Das ist das gleiche wie DOT, aber wir haben auch noch zusätzlich so ein bisschen versteckt. Wir sind ein bisschen versteckt, weil es so ähnlich aussieht wie Web-Traffic. Die Idee ist, dass es schwieriger ist zu zensieren, wenn es in dem anderen Web-Traffic mit drin ist. So könnte das hier aussehen. Der Client sendet eine Anfrage an einen Web-Server auf Port 443. Der Web-Server merkt, dass es eine DNS-Anfrage ist und sendet die DNS-Anfrage weiter zum Caching-Server. Der redet dann weiter mit den Authoritative-Servern und so weiter. Nur der pinke Pfeil ist
verschlüsselt und authentifiziert. Now, jetzt schaue ich der ETF schon ein bisschen länger zu und der Prozess, ETF zu einem RFC zu machen, ging unheimlich schnell. Normalerweise dauert es 5 bis 6 Jahre, um einen vollständigen Internetstaat zu bauen, weil man normalerweise einen Konsens braucht, sodass man mit vielen Leuten reden muss, bevor irgendwas passieren kann. Die erste Idee war November 2017. The draft was ready. Aber im März 2018 war es bereits fertig. Und sie haben schon gefragt, ob es noch irgendwelche Kommentare dazu hat. Und wenn das niemand hat, dann wird es zum RFC. Das ist schon im Oktober 2018. Das ist unter einem Jahr passiert. Das ist ziemlich besonders. Es zeigt, was für Kräfte hinter diesem RFC drin sind. Hauptsächlich die Browserhersteller. Und wir werden sehen, warum das so ist. Es gibt dort ein interessantes Zitat in dem RFC. Filter oder Inspektionssysteme werden nicht funktionieren in Systemen, wo DOH verwendet wird. Das heißt, alle Geräte, die nach Sicherheitsproblemen im Netzwerk schauen, indem sie auf DNS-Anfragen schauen, werden nicht mehr funktionieren. Das hat Administratoren schon verängstigt. Das ist verständlich. Und weil die Geräte, die sie gekauft haben, nicht mehr funktionieren werden. Es gibt Leute, die DOH deswegen nicht gut finden und bekämpfen. Aber es gibt auch noch andere Gründe dagegen. DOH ist zum ersten Mal in Firefox 61 eingebracht worden. Das war im Mai 2018. Das war am Anfang eine manuelle Konfiguration in About Config. Also man musste so ein Nerd sein, um das herauszufinden. Aber im Firefox Quantum, Firefox 68 hier im Bild, das ist das Aktuelle. Da kann man einfach zum Proxy-Einstellungen gehen und dort kann man ein Kontrollkästchen aktivieren, um einen DOH-Provider auszuwählen. Man kann natürlich auch seinen eigenen DOH-Server konfigurieren. So, was ist denn jetzt passiert in Firefox? Mozilla hat einen Vortrag gehalten in dem Treffen und sie wollten DOH eigentlich als Standard aktivieren irgendwann, aber es ist bisher noch kein Datum dafür festgelegt. Und sie versuchen herauszufinden, wie man das aktivieren kann, ohne viele Konfigurationen in Firmenumgebungen kaputt zu machen. Das Problem ist, dass die Firmen oft lokale DNS-Namen haben. Das sind solche, die nicht im Internet verfügbar sind, sondern nur lokal aufgelöst werden. Und wenn jetzt der Firefox-Browser auf DOH umstellt und die DOH-Server im Internet diese internen Server nicht kennen, dann können die Benutzer nicht mehr die lokalen Jira oder Wiki oder solche internen Services auflösen. Und das ist natürlich schlecht und eine schlechte Nutzererfahrung und das möchte Mozilla vermeiden. Und da müssen sie noch eine Lösung finden. Aber sobald sie das haben, wollen sie DOH für alle aktivieren. Und es wird nicht überall Cloudflare sein. Und manche Leute haben Angst, dass Mozilla es einfach aktiviert und alles zu Cloudflare geht. Aber das ist nicht der Plan, sondern Mozilla arbeitet mit lokalen DOH-Providern und sie zertifizieren die lokalen Provider und geben eine Liste raus von Providern, die DOH in einer bestimmten Region bereitstellen und legen das als Standard fest. Und es könnte sein, dass in Deutschland dann
ein Provider existiert, der das auflöst, und hoffentlich ist es jemand, der dem vertrauen kann, und das würde dann der Standard für Deutschland in Firefox sein werden. Mozilla hat jetzt veröffentlicht, was für Anforderungen man erfüllen muss, um einen DOH-Server zu betreiben, und was man dafür machen muss, ist diese Anforderungen zu überprüfen und kann dann beantragen, dass dieser Service in der Liste aufgeführt wird. In Chrome gibt es schon jetzt DOH, aber das kann man bisher nur mit einer Kommandozeilenoption aktivieren. Hier ist ein Link, wie man das machen kann. Und das Google-Team hat angekündigt, dass man auch bald in Chrome 78 eine Konfigurationsoption in der Benutzeroberfläche anbieten wollen. Aber sie haben noch keine Pläne, das DOH standardmäßig zu aktivieren. Also es wird erstmal eine optionale Einstellungsmöglichkeit bleiben. Hier ist eine Liste von DOH-Betreibern, das ist eine Auswahl. So what is the difference between DOT? Also was ist jetzt der Unterschied zwischen DOT und DOH? DOT kann einfach geblockt werden, weil es ein bestimmter Port ist, nämlich 853. Und in bestimmten Gegenden, zum Beispiel in Asien, wo DNS oft geblockt wird, die Benutzer haben tatsächlich nur zwei Ports, die sie benutzen können, um DNS zu resolven. Nämlich Port 53 zum lokalen Internetbetreiber, der das dann oft filtert und sogar ändert. Und weiterhin können sie noch den Port 443 nutzen und nichts anderes ist offen. Und die Operatoren der Netze werden das nicht ändern und diesen Port weiterhin erlauben, weil sie wollen nicht, dass die Nutzer Privatsphäre haben, die Regierung dort. Und DOH ist extra dafür ausgelegt, dass es so aussieht wie normaler HTTPS-Traffic. So, also die Idee davon ist, dass man DOH sehr schwer blocken kann. Und den kompletten Port 443 zu blocken, das wäre fast der gesamte Web-Traffic und das ist einfach nicht möglich. Deswegen ist es ist zwar eklig und das DNS über HTTPS zu machen und ist auch ein Albtraum für Ingenieure, aber sieht so aus, dass wenn man Privatsphäre im Internet haben möchte, dann können wir nicht auf die hierarchische Internetstruktur mehr nutzen, sondern wir müssen hier solche Möglichkeiten nutzen, um Privatsphäre einzuführen. DOH ist einfach zu implementieren, weil es auf HTTPS basiert und die meisten Programmierer wissen, wie man das anwendet. Und das sind mehr als Leute, die so einen Socket programmieren können. Und DOH erlaubt sogar DNS-Auflösungen auf einem Application-Level zu machen, Anwendungslevel. Und das ist ein bisschen erschreckend, weil verschiedene Anwendungen verschiedene Auflöse haben kann und so die eine Anwendung vielleicht eine andere Antwort liefert als eine andere. Aber es wird noch besser. Später. Es gibt ein Dilemma mit DOH. Nämlich um die Nutzer, Internetnutzer zu erreichen, die wirklich Privatsphäre brauchen. Das sind nicht wir in Westeuropa, weil wir haben ziemlich gute Privatsphärengesetze, aber zum Beispiel in USA oder in Asien, da gibt es viele Netzwerke, wo privater Internetzugriff wirklich sehr schwer ist. Und für diese Leute wollen wir eine Lösung finden. And how Mozilla looks like. Und wie Mozilla das machen möchte und drauf schaut, ist einen Standard zu finden. Und sie wollen das standardmäßig aktivieren, weil wenn man das nur als Option macht, werden das nur die Nerds sein, die das aktivieren. Das sind nur die Leute hier auf dem Camp, die wissen, wie man das anmacht. Und die Leute brauchen das nicht, weil die wissen schon so, wie sie sich schützen können und privat surfen können. Und wir brauchen eine Lösung, die für 99% vom restlichen Internet funktioniert. Und für die Leute, da kannst du nicht das Problem erklären. Du musst einen Standard reinbringen, der das erfüllt. Und es ist sehr schwer, die Zertifikats-CAs zu aktivieren, providen. Das sind die Leute, die unsere Zertifikate verifizieren.
Und die, sorry. That still might lead to some centralization of DNS queries, and that is of course bad because die Browser bauen die Zertifikatautoritäten in den Browser rein und ähnlich würde das dann mit den DOH-Servern aussehen. That's bad. So there's a dilemma. We can't. So wir haben hier keine gute Lösung. Wir haben keine hundertprozentig gute Lösung, weil wir entweder Zentralisierung haben oder nicht genug Privatsphäre. Aber diese Diskussion ist noch offen. Wir können darin partizipieren. So, wir haben jetzt bisher bloß über Browser geredet. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, das sind nur die Browser-Leute, die wollen, dass wir DOH benutzen. Und da habe ich mal in die Softwarelandschaft geschaut, auf GitLab und GitHub. Und da wollte ich mal schauen, sind es nur die Browser oder gibt es auch noch andere Projekte, die DOH benutzen? Und das habe ich im Mai getan und im Juni dieses Jahr. Da habe ich bloß auf tatsächliche Softwareprojekte geschaut, nicht irgendwelche Zusammenfügungen wie Docker-Projekte oder so weiter. Ich habe hier mal eine volle Liste gemacht, 55 Implementierungen. Interessant sind die Implementierungssprachen. Hauptsächlich ist es Go. Das ist mehr als C und C++. Aber das meiste neue Zeugs wird in Go gemacht. Ich würde sagen, die meisten neuen Projekte sind in Go. Ich würde sagen, die C, C++ Sachen sind alte Projekte, die noch zusätzlich die OHH bestehen. Dann haben wir noch eine Longtail von anderen Programmiersprachen. Jetzt DOT versus DOH. Wir sehen, wir haben 23, die DOT implementieren, 42 die DOH implementieren, manche implementieren beides. So, jetzt ist die Frage, wann haben die Projekte gestartet? 2017 wurde DOH announced und letztes Jahr ist es wirklich hochgegangen, die Implementierung. Wir haben 29 neue Projekte letztes Jahr und 13 neue Projekte dieses Jahr und ich denke, wir werden dieses Jahr wieder 20, 28, 29 oder so am Ende des Jahres haben. Und ich schaue halt jeden Monat nach neuen Projekten und es sind immer so 5, 6 neue. Dann habe ich mal geschaut, wie frisch diese Projekte sind. Also sind das einfach Projekte, die aktiv sind oder schon lange inaktiv sind. Zum Beispiel gibt es dort einen Issue-Tracker, wo über Bugs geredet wird, gibt es neuen Code, neue Commits und die meisten sind aktiv, 44 sind aktiv, 11 sind quasi tot, dort passiert nichts mehr. Hier sind ein paar Anwendungen, die DOH oder DOT haben, Firefox, Chrome, Curl und dann noch zwei Browser, Tenta Browser und Bromite, die eher so auf Android sind. Auf Betriebssystemseite gibt es SystemD Resolved, die nicht standardmäßig, man muss es aktivieren. Unwind hat das. Das ist ein neuer Resolver für OpenBSD seit OpenBSD 6.5. Der hat DOT drin und es gibt ein Auflösemodul für libc für Linux. Es ist bisher ein Proof of Concept, aber das kann weiter erweitert werden. Damit würden dann alle Anwendungen DOT oder DOH benutzen können. Es gibt ein paar Proxies. Und es gibt auch ein paar Client-Proxies. Und es gibt ein paar Server, die DOT oder DOH implementieren, zum Beispiel Unbound, Not und so weiter. So, was mir gefehlt hat, waren Zertifikat-Authentifizierung via Dane. Normalerweise tun sie das über
den Certificate Store vom Betriebssystem. Dann wäre interessant, eine Erzeugenfunktion zu haben, sodass mehrere Provider gequeried werden und geschaut wird, ob die Antworten gleich sind. Und falls sie nicht gleich sind, dann nehmen wir eine Mehrheitsabstimmung, sodass, wenn bloß einer der Provider falsche Antworten geben wird, wird die Software weiterhin funktionieren und die Mehrheits-IP verwenden. Also es würde natürlich DNS verlangsamen, aber dafür könnte man ja eine Auswahl geben dem User, ob er mehr Sicherheit oder schnelleres Internet haben möchte. Außerdem haben wir ein bisschen Security Audits gefehlt, also dass sich jemand anschaut, wie die Sicherheit dieser Projekte ist. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Also was kommt denn noch in der Zukunft? Da gibt es DNS über Quick. Quick ist ein Protokoll, das von Google entwickelt wurde und aktuell im IETF an der Standardisierung hängt. Und das Ziel davon ist, TCP zu ersetzen. Es ist basiert auf UDP, aber es hat TCP-ähnliche Funktionen eingebaut. Und es gibt es schon in Chrome und auch schon auf der Google-Server-Seite. Also wenn ihr zum Beispiel in Chrome auf Google oder YouTube geht, dann habt ihr in den letzten 3 Jahren schon Quick benutzt, weil wenn ihr das habt und so einen Service kontaktiert, dann stellt der Browser automatisch fest, dass es möglich ist, dort Quick zu benutzen, und wenn das verfügbar ist, dann benutzt ihr lieber das anstatt TCP. Und warum das so schnell ist, oder warum TCP langsam ist, warum es nicht möglich ist, TCP zu schneller zu machen, ist, weil es so viele Mittelmänner gibt. Und das sind alte Implementierungen und die haben gewisse Annahmen an das Protokoll. Und es ist einfach nicht möglich, all diese Mittelmänner zu ändern, auch wenn man jetzt einen neueren TCP-Standard rausbringt. Und man kann nicht die ganzen Hardware-Hersteller verpflichten, oder es gibt sie gar nicht mehr. Und es kann deswegen einfach nicht mehr verändert werden oder verbessert werden. Und die Idee war, das besser zu machen. Und Google hat sich dafür entschieden, ein neues Protokoll zu entwickeln, das auf UDP basiert. Weil UDP hat wenig Probleme und man kann einfach darüber Änderungen einbringen, und die Firewall lässt es einfach durch. Und mit dem neuen Protokoll, hier ist die Idee, da auch DNS drüber zu machen. Quick has TLS 1.3 built in. Quick hat TLS 1.3 eingebaut, hat eine Zero Roundtrip Time Encryption eingebaut. 1.3 is also in Quick. Und alles, was wir in TLS 1.3 haben, ist auch in Quick eingebaut. Und es gibt gerade eine Diskussion, wie man DNS über Quick standardisieren kann. Es würde ähnlich aussehen wie DOH oder DOT, aber mit einem anderen Transportprotokoll. Aber ich gucke jetzt mal nach. Quick. Die Idee von Quick ist, dass Quick nicht im Betriebssystem eingebaut ist, so wie der TCP-IP-Stack, sondern dass es in der Anwendung eingebaut ist, so wie jetzt das in Chrome schon der Fall ist. Es ist also ein neuer Netzwerk-Stack, der in Anwendungen eingebaut ist. Also wenn ihr Angst habt, DOH oder DOT in Anwendungen verschiedene DNS-Server anzufragen, und mit Quick ist es auch so möglich, aber das wäre sehr, sehr schwer, das zu troubleshooten. Und wir sehen, wie das dann aussehen wird. Hier ist ein Vergleich mit DNS über Quick und traditionellem TCP. Das hat der Autor von dem Quick über DNS über Quick Implementierung geschrieben. Und Quick hat natürlich all die Eigenschaften, die man haben möchte, sieht man auf der rechten Seite. Also ich bin jetzt fast fertig. Und wir sehen, dass DNS sich in diesen Tagen schnell entwickelt, und es gibt viele Änderungen.
nicht nur, dass es neue Transportprotokolle gibt, aber auch, dass es DNS-Padding gibt oder Q-Namization. Howard von PowerDNS hat der DNS-Camel geschrieben und er sagt, DNS ist wie ein Kamel und wenn man zu viel drauf wirft, dann wird es zusammenbrechen und das stimmt. Und das Internet bzw. die DNS-Community arbeitet daran, ein paar alte DNS-Eigenschaften und Verhaltensweise rauszuschmeißen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die Zukunft von DNS-Kommunikation verschlüsselt sein wird. Es wird entweder DOT oder DOH oder DOQ sein. Wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, dass es DOH ist und dass es DOH sein wird und wir nicht viel drüber machen können. Wir können nur anpassen, wie es implementiert wird, aber wir können es jetzt nicht mehr aufhalten. Ich sehe, dass DOH oder DOQ das meiste Potenzial für Zentralisierung oder Dezentralisierung hat. Das kommt wirklich auf die Software an und wie viele Betreiber von diesen DOH oder DOQ-Servern es gibt. Wenn niemand außer den großen Anbietern das implementiert, dann wird es natürlich zentralisiert laufen. Aber wenn viele ISPs und Privatsphärenorganisationen und private Leute DOH und DOQ-Server betreiben und die öffentlich anbieten, dann können wir ein besseres Internet und ein dezentralisierteres Internet haben. Die Software gibt's, die Protokolle gibt's, die sind auch neutral. Die Protokolle verlangen nicht, wie es implementiert wird. Wenn DOH implementiert wird und alles an einen Anbieter geschickt wird, dann ist es natürlich schlecht. Aber wenn es viele Server draußen gibt und die Nutzer sich auswählen können oder die Software sogar intelligent auswählt, welcher Server verwendet wird, dann haben wir einen Dezentralisierungseffekt, was wirklich gut wäre. Was können wir tun? Wir können einen DOH oder TOT-Server betreiben. Das ist echt nicht schwer. Die Software gibt's, die ist auch ausgereift, wir können die benutzen. Wir können die DOH oder DOT-Server hacken und vielleicht einen Security-Audit machen oder diese Witness-Funktion einbauen oder Dane-Authentifizierung einbauen. Wir können, wenn wir an Betriebssystemen arbeiten, wie Linux oder BSD oder Heiko oder Illuminos arbeiten, dann können wir das versuchen, dort einzubauen. Wir können die nicht umgehen. Versucht nicht zu sagen, ich möchte meinen alten DNS behalten und nicht das neue Zeug. Weil das ist eigentlich schon entschieden und wir können nichts mehr dagegen tun. Aber wenn wir es implementieren und den Benutzern eine Wahl geben und vielleicht eine sinnvolle Wahl, dann wäre das gut. Bitte kritisiert nicht nur die ETF, sondern bringt euch da ein, sondern weil die Prozesse sind dort offen, jeder kann sich da beteiligen, man braucht keine Mitgliedschaft. Wenn man nicht zu den Treffen reisen kann, dann kann man auch remote dran teilnehmen. Also nehmt euch die Zeit, hört die Talks zu oder geht in den Jabber-Chat und bringt euch dort ein, weil das ist sehr wertgeschätzt. Der ITF braucht mehr Leute von der Basis, auf dem Boden der Tatsachen, die sich dort beteiligen. Weil wenn wir das nicht tun, dann sind es die Leute aus den großen Firmen, die die Internetentwicklung steuern. Und das ist vielleicht nicht der beste das beste Interesse für alle. Und ebenfalls unabhängig deswegen davon, deployed bitte DNSSEC. Das macht sicher. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Thank you. We might have a few minutes for question and answer, and if you want to have more discussion. Wir haben ein paar Minuten für Fragen und Antworten, und wenn ihr
Digitalcourage, noch weiter diskutieren wollt, dann geht doch zu den netten Leuten von Digitalcourage, die einen DOT-Server betreiben, und geht dort um 6 Uhr hin, weil dort gibt es ein kleines Treffen und eine Diskussion. Also wenn es euch interessiert, dann also das ganze Thema DOH, DNS-Privacy, Privatsphäre, dann könnt ihr mich dort um circa 6 Uhr oder ein bisschen später bei Digitalcourage treffen. Okay, thank you, Carsten. Are there questions here now? Danke, Carsten. Gibt's Fragen in der Audience? Can someone with the mic go there? Oops, be careful. Phones and some bottles. You mentioned the possibility between. Du hast vorhin die Möglichkeit von Dezentralisierung oder Zentralisierung erwähnt. Projects could bring. Was diese Projekte bringen könnten. Ich habe die Frage. Gibt es Pläne, DNS, zu versichern, dass autoritative Nameserver, dass sie diese sicheren Protokolle verwenden? Weil wenn wir das wirklich dezentralisiert wollen, dann möchte ich, dass sie das von mir zu Hause selber einen Recursor mit diesem Schemata verwenden und implementieren kann. Also selbst wenn ich so einen ISP habe, der das blockiert, also wenn ich das lokal machen möchte, da muss ich in der Lage sein, alle autoritative Nameserver über HTTPS zu erreichen. Gibt es da Pläne? Die Privatsphären Working Group arbeitet gerade genau daran. Sie arbeiten daran, eine Protokollerweiterung für DOT und DOH zu bauen, sodass man direkt mit den Resolvern reden kann. Es ist noch ein Work in Progress, es gibt da noch nichts Fertiges. Es ist gerade der zweite Schritt. Als erstes haben wir die Verbindung zwischen dem Client und dem ersten Resolver abgesichert, und jetzt reden wir über die Verbindung zwischen Resolver und dem Authoritative Server. Was bringt die ganze Security, wenn es keine... Ob es Downgrade-Attacken, wie es mit Downgrade-Attacken ist. Wenn es immer ein Fallback gibt zu den alten Protokollen, dann gibt es doch überhaupt keine Sicherheit. Die meiste Software hat zwei Modi, einen strikten Modus und einen opportunistischen Modus. Im opportunistischen Modus fällt es zurück auf das alte unsichere Protokoll, aber meistens kann man es als zum strikten Protokoll, aufs strikte Protokoll festlegen, und dann fehlt es einfach, wenn DOH nicht funktioniert. Danke für den Talk. Eine kurze Frage. Zum DNS innerhalb von Anwendungen. Was denkst du darüber, warum Firmen sowas machen wollen? Ist es einfach nur, weil es einfacher ist, weil die dann selber die Software betreiben? Oder denkst du, die haben da bösere Gedanken? Also ich kann natürlich nicht in die Köpfe von den Leuten schauen. Ich vertraue Mozilla, und ich habe mit ein paar Leuten von Mozilla geredet, und sie waren ein bisschen frustriert mit DOT und den Prozessen und wie das implementiert wird in der echten Welt. Dieses RFC ist nun 3 oder 4 Jahre alt. Es wurde aber nicht großweit implementiert. Das war einer der Gründe, warum Mozilla an DOH gearbeitet hat, weil auf diese Art und Weise haben sie Kontrolle über die Client-Seite, sodass sie nicht auf die Betriebssystemhersteller warten können, weil DOT normalerweise etwas ist, was in den Betriebssystemen hast. Andere können natürlich andere Pläne haben, zum Beispiel in der mobilen Seite. Dort hat den meisten Internet-Traffic, und all die Apps haben dort unterschiedliche DNS-Resolver, und ich habe die Angst, dass dort den App-Developern bezahlt wird, um ihren
DNS-Server zu setzen. Was ist mit dem initialen Hostnamen von dem DOT oder DH-Server? Wie wird das aufgelöst zu einer IP-Adresse? Censorship could. Und ist das nicht ein Punkt, wo Zensur schon starten könnte, so dass die Leute nicht wissen, wo sie überhaupt DNS über HTTPS oder TLS bekommen können? Ja, also wie wird der DOT oder DOH-Server überhaupt resolved? Depends aufgelöst? Es kommt auf die Software drauf an. Manche haben Bootstrap-Server, die hardcoded ist. Manche nutzen traditionelles DNS dafür. Die Frage ist das, kann man das System somit umgehen? Die Antwort ist nein. Man könnte zwar eine andere IP-Adresse zurückgeben, aber dann ist das Zertifikat nicht in Ordnung, weil der Angreifer das Zertifikat für diese Domain nicht kriegen kann. Es sei denn, der Angreifer hat die Möglichkeit, TLS-Zertifikate zu fälschen, aber ansonsten kann es nicht funktionieren. Natürlich, da gibt es ein Problem. Deswegen denke ich, Leute sollten sich auf Dane verlassen und ja, aber das ist ein anderer Problembereich. Das ist anders, nicht perfekt. Hallo, ich frage mich, was ist, wenn wir so lange nicht die verschlüsselte Serverkommunikation haben? Was ist, wenn das nicht verloren wird im Request danach? Ja, das ist richtig, aber Encrypted SNI wird deployed. Weißt du, ob es Pläne gibt, dass die Browserhersteller Encrypted Server Authentication anbieten? Nein, ich bin eher so eine DNS-Person. Das wird, ich habe ein bisschen mit jemandem geredet, ich kann kein Datum nennen. Vendors, Apple. All die großen Hersteller, Apple, Chrome, Mozilla, bringen das alle vorwärts. Okay, noch eine letzte Frage. Gibt es schon mögliche Lösungen für das Pentium? Für das getrennte Horizonte-Problem in DNS? Ja, wahrscheinlich. Ich habe nicht so richtig da reingeschaut. Aber was man machen kann, ist, man kann Queries zum lokalen Resolver weitergeben, um herauszufinden, ob es einen besonderen Namespace gibt. Aber ich kenne die genauen Details davon nicht. Das ist immer noch eine offene Frage. Das ist immer noch etwas, worüber man forschen kann. Das ist der Grund, warum DOH noch nicht allgemein aktiviert. Aber das ist ein Problem, was gelöst werden muss. Ja, danke schön. Jetzt habe ich auch diesen Virus. Vielen Dank, Carsten.